Ich habe gedacht, jetzt kommt Rex Raptor. Aber gut. Oh mein Gott, bitte zieh dir eine Hose an. Bitte, Marco, zieh dir eine Hose an. Bitte. Ich bitte dich. Ich möchte das nicht sehen. I don't want. Weevil Morningwood und Rex Raptor. Ja, genau so sehe ich das auch. Oh, hier wird... Das wird spaßig. Die KI ist nicht unbedingt schwer. Ja, das, ne... Es gibt nichts Atemberaubenderes als die majestätische Weite des Ozeans. Hey, ich habe nicht das Gefühl, dass du unser Duell ernst nimmst, Marco. Im Gegenteil, ich nehme es sehr ernst. Ich habe nur festgestellt, dass dein Team nicht die geringste Chance gegen die Wucht brechender Wellen und die stürmische See hat. Ja, süß. Ich werde beweisen, dass ich mich nicht fürchte vor den Kreaturen, die unter der Oberfläche lauern. Das ist ein Fehler. Vater, wo immer du bist, unter der Erde, wie ich Yugi mit meiner Wasserarmee bezwinge und den Sieg erringe. Zeit für ein Duell, Yugi. Oh, by the way, Fasch, es ist schön, dich wieder hier zu sehen. Ohne Scheiß. Wir haben echt schon gedacht, da wäre irgendwas Schlimmes passiert, weil du warst so lange nicht da. So unglaublich lang. Ja, das ist überwiegend Wasser. Das habe ich mir fast schon gedacht. Sechs Monster? Okay. Gucken wir doch mal. Ja, der ist jetzt aus erstmal. Warte, wie war das nochmal? Wasser war gut gegen Erde, richtig? Warte, ich habe die Anleitung neben mir. Ich guck nach. Ich brauche dieses blöde hier. Wasser ist gut gegen Feuer. Gut, dann lassen wir also Feuermonster überwiegend zu Hause. Dann, was ist Wind? Wir bräuchten Windmonster. Was haben wir denn so an Windmonster? Na gut, dann können wir ja Lavas mitnehmen. wir können auch... Den Babydrachen, den können wir mal mitnehmen. Der ist relativ preiswert. Den können wir mitnehmen, der hat sich schon als gut erwiesen. Wie wäre es, wenn wir noch einen großen... Den großen Weißen? Beauftragten der Dämonen lieber? Nehmen wir mal... Habe ich noch irgendwas an Windmonstern eventuell? Ja, ich habe... Oh, stimmt, ich habe den Vogel noch. Ich habe einen Vogel hier. Blitz. War ja gut gegen Licht. Aber jetzt, ich glaube, er hatte kein Erdemonster. Wir nehmen noch... Du bist auch noch neu, ne? Du bist auch neu. Ja, ich glaube doch. Dir geht's wieder spitzenmäßig. Das ist schön zu hören. Aber ohne Scheiß, wir hatten echt schon Gedanken. Ne, you know. Warte mal, kriegen wir noch irgendwas Wertloses mit? Wir kriegen den Arm noch mit, aber wir können auch unser Bein wieder mitnehmen. Da wir wissen schon eine Erfahrung drauf. Komm, ja, haben wir 7. Sollte hinhauen. Ja, mir stinkt das auch hier. Ich bin Feuermain und, ne... Und das hier. So. Sag mal, wie war deine Bewegung? 3. Boah, der Blut ist schnell. Dich packen wir mal. Hier hin. Generell dich. Hier. Beauftragter der Dämonen, dich schicken wir mal hierhin. Mein Bein schicke ich mal hierhin. Den Vogel, ja, der Vogel, der rennt da gleich hin und klatscht dem eine. Und dann ist Ruhe. Da, guckt euch diese Front an. Und die ist noch nicht mal fertig. Hier, warte mal, die Front kommt ja jetzt erst.
Shit, da kann ich nicht platzieren. Gut, dann mache ich das hier. Diese Tabelle ist an sich voll wichtig, aber genau genommen, es wird ja eigentlich immer angezeigt, was gut gegen was ist. Das ist eigentlich verdammt cool. Ich duelliere mich eher. Ja, ja, mein Freund. Wir beschwören den Babydrachen. Der Kleine hat Flügel, natürlich ist der schnell. Ja, okay, macht Sinn. Wir beschwören den Turbo-Vogel. Turbo-Bird. Wir beschwören dich. Und dann haben wir nichts mehr. Aber wir sind in der Überzahl und wir haben einiges an Speed. Es sei denn, das sind jetzt, ne? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, gut. Na, was haben wir denn da? Torike, wenn ich mich nicht irre. Irgend so ein Fischding. Zwei Monster? Okay, dann. Ich werde deine Ich scheiß auf deine Verteidigung. Plus 24. Alter. So, ich könnte den schon hier hinschicken. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwas hat, wo ich sich so weit bewegen kann, right? Ja, 2 und 2. Kommt also nicht mal ansatzweise in meine Richtung. So, dich. Und ich glaube, einen können wir trotzdem noch beschwören. Lavas, ja. Okay. Echt, man kann die Kapseln checken? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und schon haut er ab. Da die können nicht mal sich Ach, ein Kappa. Oh. Oh, dein Torike bewegt sich Was machst du da? What is your purpose? Okay, warte mal. Meine Range ist nicht so hoch, aber mich dolcht, Alter. Sekunde, bevor wir irgendwas machen. Wie weit kommt der Babydrache? Nicht in Attack Range. Und das ist ein Kappa, wenn ich mich nicht irre. Ja, der hat also hier und hier, wenn ich mich nicht irre. Und hier, ja. Okay, das heißt, hier ist Angriffszone für den. Das heißt, wenn ich mit dem Vogel... Bin ich nicht in Angriffsreichweite. Bin ich genau dazwischen. Und hier bin ich sogar safe. Es sei denn, ich gehe hier nach vorne. Kann ich seinen Kappa angreifen? Ich kann es sogar so gut wie zerstören. Aber wir bleiben mal vorsichtig. Beziehungsweise kann ich? Nee, ich muss einen nach vorne, sonst funktioniert das nicht. Gut. Das wird jetzt wehtun, mein Freund. Das wird dir jetzt mehr wehtun als mir. Du freaky fish guy. Sonic Burn! Frontline. Frontline Attack. Voll auf die Nase. Das war eine nette Strategie. Es macht mir nichts aus, gegen Techniken wie diese zu verlieren. Ja gut, du wirst nämlich verlieren. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. So, wir haben gerade genug noch. Also beschwöre ich jetzt mal meine letzten Monster. Ja, das ist ja nothing. Das ist ja easy. Die Ente ist so schnell da vorne. Das ist schon nicht mehr witzig. Da bin ich in Attack Range. Es sei denn, ich bewege mich hier hin. Sogar besser. Nein! Immer willst du den Zug direkt beenden. Ja, mal hier hin.
Schön noch auf Distanz bleiben. Und vorrücken. Ah gut, der Kobold kann jetzt nicht noch nach, aber es ist okay. Bislang passt das. Oh, nichts läuft nach Plan, wenn ich nicht bald was unternehme. Oh, sehr gesprächig, ne? Freaky Fish Fuck. Freaky Fish Fuck. Ah, der will Streit mit meiner Ente. Für fast kein Damage. Ach shit, ah! Ich wollte das eigentlich sehen, mal wie dieser Fischjunge aussieht. Es sei denn, sein Kappa. Ja, haben wir nämlich fast gedacht. Der kann nichts mit dem Ding machen. Kappa ist so weird und merkwürdig vom Attack Range. Wirklich, die Viecher hast du? Willst du mit deinem Torike da mit dich ranschleichen? Jetzt nur nicht. Ich meine, glaub mir, du willst nicht. Das ist gerade Futter für den Babydrachen. Weil ich habe gelesen, wie Fusionen funktionieren. Und ich möchte Fusionen zum Funktionieren bringen. To be honest. Ha! Das macht mir gar nichts aus. Tja, dann pass mal auf. Was jetzt noch auf dich zukommt, wird dir was ausmachen. Mein Fischfreund. Du bist nämlich mittlerweile so fucking behind. Oh ja, jetzt gibt's auf die Okay. Das wird dir den Rest geben. Turbovogel gets the kill. Wow. Marco. Good one. Wow! Destroyed! Alter, dieser Vogel! Jesus! Rennt einmal übers Feld, killt eins seiner Monster, beziehungsweise setzt nur an und klatscht ihn instant weg. Ausgezeichnetes Duell, Yugi. Ich habe verloren. Und das Haus hoch. Trotzdem, du bist ein absoluter Profi. Danke, aber du musst mich wirklich nicht trösten. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht ganz gereicht. Es hat überhaupt nicht gereicht. Aber das nächste Mal werde ich gewinnen. Träum weiter. Also spar dir dein Mitleid. Du wirst sehen, wie viel stärker ich sein. Ja, ja. Alles klar, Marco. Ich freue mich schon darauf. 100 Erfahrung, Alter. Instant Vogel ab. Man könnte auch sagen, ich habe den Vogel abgeschossen. Alter, weg. Weggeklatscht. Aber das Gute ist, da wir jetzt ja keinen verloren haben, kriegt jeder hier massig an Erfahrungspunkte. Also hier nochmal. Na okay, massig ist übertrieben, aber für 2 ist es ein Level-Up. 3 sogar. Und der Herbeiberufene ist fast auch schon Level-Up. Erstmal ist wird sich mein Bein upgraden. Lavas ist mittlerweile Level 3. Das Ding hat fast 300 PP. Und ein fucking Attack wird, der geht auch langsam immer höher. Und Turbo Bird ist auch... ein bisschen mehr Defense, ein bisschen mehr Landkarten-Effekte. Ja, komm, gib mir deinen Fisch. Gib mir dieses eine Vieh, was tatsächlich geklappt hat. Ich habe mir gestern nochmal das Handbuch angeguckt. Angeblich müssen dafür bestimmte Conditions erfüllt werden. Komischerweise ist das Spiel nicht sonderlich spezifisch, was das angeht. Wenn ich mal kurz aufzählen darf, hier. Fusion. Eine Fusion findet statt, wenn bestimmte Bedingungen für mindestens 2 beteiligte Monster erfüllt sind. Diese werden dann kombiniert oder geben ein neues Monster. Hier sind 2 oder mehrere Monster fusioniert, wenn du volle Anzahl an AP pro Monster anwendest. Beteiligte Monster sind noch bewegen können und so nebeneinander platziert sind. Wähle Fusion. Also muss es offenbar auf dem Feld sein. Und offenbar muss da noch mehr sein.
aktivieren, drücke Ja, genau, zu fusionieren. Die an der Fusion beteiligten Monster werden an einem Deck entfernt und durch das fusionierte Monster ersetzt. Hinweis: Dabei ändert sich die Anzahl der an dem Deck enthaltenen Monster. Also, Fusion ist schon was Geiles. Man muss nur halt rauskriegen, was, wo und wieso. Man muss also, die müssen nebeneinander stehen, man braucht genügend AP, hast du nicht gesehen, es ist alles ganz fancy. Sprich, wenn ich jetzt einen Rotaugendrache habe, ne, dann ist hier Ende. Dann ist Zappenduster, dann ist Zapfenstreich. Weil da kann ich mir nämlich einen Totenkopfdrachen fusionieren. Ach, guck mal, Rex Fapter. Grabstätte der alten Könige, ja, natürlich. Rex Necro-Typ. Immerhin hat er eine normale Hose an. Ja, stimmt. Und es gibt Entwicklungen in diesem Spiel. Irgendwie ab einem bestimmten Level können sich Monster auch noch entwickeln. Habe ich alles im Handbuch gelesen. Aber die Level werden dann wieder auf 1 zurückgesetzt. Also, ja. Ich bin mal gespannt, wohin das noch läuft. Ich hoffe. Ich bezweifle, dass er ein Rotauge hat, aber... Hier bist du also mein Gegner, Rex Raptor. Das ist richtig, Yugi. Und jetzt komm. Ich werde dich demütigen wie ein Trottelsaurus Rex. Na los, versuch's doch. Zeit für ein Duell. Hatte Rex wirklich so eine Stimme? Ich kann mich nicht erinnern, dass er so eine Stimme gehabt hat. Yes. Wenn du anfangen kannst, das ist im Grunde so overpowered schon fast. Weil du siehst, was dein Gegner beschwört. Du siehst, was er für Monstertypen hat und kannst dich darauf einstellen. Ja, 3 Stein, 1 Donner, 2 Donner. Oha, der fährt auf. Der hat die Stimme echt im Anime? Okay, dann kann ich mich einfach nicht dran erinnern. Ich kann maximal 8 mitnehmen. Ich habe 600 Punkte zur Verfügung. Den Herbeiberuf nehmen wir mit, auch wenn er bislang immer nur Backseat Gaming betreibt. Jetzt, Sekunde. Handbuch. Was war jetzt nochmal gut gegen Stein? Darkness. Okay, gut. Dann trifft sich das ja mit dem Beauftragten gar nicht mal schlecht. Ja, der ist Finsternis. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie an die Front kriegen. Wir nehmen auch wieder das Bein mit. Einfach weil es schon Level 2 ist und ich einfach kein Kuribo mitnehmen möchte. Warte, was ist... Er hatte noch Blitz, ne? Das heißt, Licht wäre weniger gut. Was hat er noch gehabt? Erde, warte, wir brauchen Erde. Also kriegen wir... Auf jeden Fall nehmen wir den Bird wieder mit, weil Bird ist jetzt ein MVP und so. Lavas kommt wieder mit. Dich können wir wieder mitnehmen. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt 5. Wir haben aber auch noch gut Punkte über. Ich hätte nur gern 8, einfach um im Vorteil zu sein. Komm, wir nehmen trotzdem den Skelett, den Skelängel. Skelängeldengel. Den Stängel. Skorpion. Blitz. Na, Blitz wäre nicht so gut. Zeitzauberer? Nee. Das wäre blöd. Was nehmen wir denn mal noch mit? Komm, wir geben dir mal eine Chance. Moment, wie bewegst du dich? Das ist wichtig. 2 und 1. Ach du Scheiße. Möchte lieber den Kakerlakenkrieger als Tank? Ja, lieber den Kakerlakenkrieger als Tank. So, und einen können wir noch. Oh, so einen richtig hochwertigen mitnehmen. Nehmen wir den Kobold. Hätte ich sogar noch bessere mitnehmen können, ich Trottel. Wo ist er denn? Da oben. Wir stellen uns hier hin. Manuell, bitte. Turbo Bird. Turbo Bird an die Front. Der Dino hat sogar mehr AP als die Kakerlake. Echt? Oh shit, stimmt.
Okay, warte mal, dich muss ich mit nach vorne schicken jetzt. Oh, ein paar Darkness-Monster, damit wir da ein bisschen aufräumen können. Also so. Skellengel. Wobei, Skellengel kommt mal nach hinten. Du bleibst mal in der Backline. Das Bein lassen wir hier rumlaufen. Lavas bleibt hier. Feuermeer hier. Und du kommst mal hier hin. So, okay. Let's go. Rex Fablord. Die Musik hier, ey. Ich duelliere. Schön, Yugi. Damit kann ich dir nur einen beschwören. Ich beschwöre mal das Bein. Ich glaube, es ist nicht so doof, wenn wir den Beauftragten relativ früh raushauen. Early Demon. Ach, guck mal, Alter, der Bird kostet richtig wenig zum Beschwören. Und der rennt dann gleich wieder hin und haut dem Kerl eine runter. So, was hast du? Ich werde dich zu Dino-Häppchen verarbeiten. Oh ja, cool. Mhm, nice. So, was hast du? Zeig mal her. Shit, er hat Lavas. Und der Torike. Ulrike. Und ein Skorpion. Alrighty then. Ich bin am Zug. Alter, das Ding kann sich jetzt schon... Alter, wie weit kann sich das Scheißding bewegen? Wie weit kannst du dich bewegen? 2. Und dann diagonal. Okay, wir packen dich mal hier hin. Auch wenn das wahrscheinlich Giftgoo ist. Habe ich eben noch gesagt, die Musik ist cool. Die ist ja voll überdramatisch. Bom, bim, bom, 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 bim, bom, bom. So, mein Bein. Mein Bein geht mit. Es stampft mal mit sich rum. 50, 55, 50, 100. Ist aber auch Rang A. Boah. Machen wir so. Schicken wir erstmal die Frontline los. Zeig mir, was du kannst. Donner. Ach, das ist dieses Boxding schon wieder. Ein Kuribo. Noch ein Kuribo. So, vor Lavas müssen wir aufpassen. Wobei, da können wir die Ente, glaube ich. Aua! Da können wir die Ente losschicken. Ich habe dort Schaden genommen. Das da. Garschaden, ein Figuren, den Ehrenattribut erleiden Schaden. Ah, okay. Nur Erde ist da safe. I got it. So, ich glaube, ich kann noch nicht angreifen, wa? Ich kann generell nicht angreifen. Aber wenn ich mich ihm frontal hinstelle, er auch nicht. Und ich bin giftlos. Bum, bim, bum, bim, bum, bim, bum, bim, bum, bim, bum. Du kannst diagonal angreifen, ne? Ja, bewegt sich 2 und 2. So, dass ich hier stehe, kriege ich auf den Sack. Wenn ich hier stehe, kriege ich auch auf den Sack. Scheiße, ich kriege so oder so auf den Sack. Aber so habe ich wenigstens einen Bonus. Na gut, machen wir so. Ist vielleicht nicht mein bester Move. Schicken wir mal unseren eigenen Lavas hinterher. Dich auch noch. Und dann können wir immer noch bewegen. Können wir nicht. Aber wir können den Kobold bewegen. Das ist gut. Das ist gut. Ich seh's ja kommen. Nachher rennt die Ente wieder durch und one-shottet den Kerl. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber das ist ja... Das ist fast kein Damage, also ich bitte dich.
72 ist jetzt nicht so dramatisch. Lavas kann nix. Der kann nix! Oh, shit. Oh, scheiße, das ist eine Mauer. Oh, Pain. Beauftragter der Schmerzen. So, dann wollen wir nochmal gucken.